Jo, was geht ab? Okay. Wir sind heute beim Nike Sneakers Day und wir haben gedacht, wir checken mal ein paar Community Fits ab von Leuten, die hier rumlaufen. Genau, wir checken es mal ab und sehen oder gucken mal, ob wir jemanden Nices finden. Let's go. So, da haben wir auch schon den ersten. Was geht ab? Wie ist dein Name? Hi, ich bin Leo. Leo, was geht ab? Hattest du bis jetzt Spaß beim Nike Sneakers Day hier in Berlin? Ja, safe. Es war sehr, sehr nice. Ja. Und man hat viele Heats gesehen. Nice, nice. Freut mich. An erster Stelle erstmal ein nicer Fit, den du hier hast. Ich sehe schon 4er Jordan. Wo hast du die her? Boah, ich habe die damals, ich glaube vor ein, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren so auf eBay mal gekauft, ja, wo es ein bisschen einfacher ging. Und das sind die Jordan für Sashiko. Ja, die Sashiko, die waren, glaube ich, am Anfang relativ schwer zu kaufen, aber dann kamen ein paar Restocks. Aber sehr nice, sehr nice. Dann die Hose? Die ist von Vicinity. Die haben jetzt den gleichen nochmal gedroppt, aber das war die vor zwei, drei Kollektionen. Ja, okay, sehr nice. Und das letzte Teil, ich sehe schon das T-Shirt. Von Trend Vision. Schöne Grüße an die Jungs. Hast du sonst noch irgendwelche Accessoires? Oder? Ah, stimmt, genau. Auch von Trend Vision natürlich. Shoutout Alex dazu. Und ansonsten habe ich noch ein paar Ringe. Genau, ich sehe gerade die Ringe und die Ketten sind sehr nice. Auch von VAG Store oder auch von Flohmärkten einfach. Ja, ja, sehr nicer Fit. Auf jeden Fall, Leo, danke dir. Und viel Spaß noch auf dem Event. So, da haben wir auch schon den nächsten Anwärter. Was geht ab? Wie ist dein Name? Ah, ich bin Nils, freut mich. Servus Nils, was geht ab? An erster Stelle natürlich sehr nices Outfit mit dem Burberry Hemd, die Tom Sachs. Hast du die Tom Sachs im Resell oder im Retail bekommen? Die habe ich leider nicht im Retail bekommen, da musste ich später zugreifen. Wie viel musst du hinblechen, willst du sagen? War nicht günstig. Ja, ist eine vierstellige Summe geworden natürlich. Ja, okay, also Kenner wissen wahrscheinlich, wo es sich dabei, um welchen Rahmen es sich handelt. Aber sehr, sehr nicer Schuh auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen irgendwie in den Hintergrund geraten, aber kommt jetzt langsam wieder. Es kamen mir wieder ein paar neue Releases von dem. Genau, die Hose. Ist eine Nike Golf Hose, ja, die ist super, die knittert nicht. Mhm. Habe ich irgendwann mal in den USA in einem Outlet geholt, ja, und nicht bereut, ist super. Ja, ja, sehr nice, passt auch sehr gut. Dann ein weißes, blankes Shirt. Ich weiß nicht, kann man dazu was Bestimmtes sagen? Ja, ist von den Jungs von Civilist hier. Ah, die, ja, machen natürlich sehr, sehr stabile Sachen auch hier aus Berlin. Die Blank Shirts sind super, aber auch ansonsten hier, die Socken auch von Civilist. Ja, der Support Your Local Shops. Nice, nice. Nice, sehr, sehr nice. Und zu guter Letzt das Burberry Shirt. Ja, genau, Klassiker, ne, mit dem Novacek-Muster. Ja. Habe ich mir mal in London am Flughafen geholt, als ich einen verspäteten Flug hatte und die Airline mir einiges an Entschädigung zugesprochen hat. Da dachte ich mir, investiere ich doch gleich wieder in Nice. Ja. Sehr nice, sehr nice. Und ich sehe was ein bisschen aus deinem Handgelenk funkelt. Willst du das zeigen oder kurz mal vielleicht zeigen, wenn du willst? Also musst natürlich nicht, aber willst du? Ja, ist eine nette Uhr, die, ja, ich mir gegönnt habe. Okay. Die mag ich auch sehr gern. Ja, ist schlicht, passt gut zu meinem Ehering. Ja, ja, genau, perfekt, perfekt. Nee, sehr, 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 sehr nice Outfit. Noch viel weiteren Spaß hier auf dem Nike Sneakers Day. Genau, ja, wir sehen uns. So, kommen wir direkt zur nächsten Anwärterin dieses Mal. Hi, was geht ab? Wie ist dein Name? Mein Name ist Zellert. Ich hoste den Sneakers Day. Genau, sie ist heute Moderatorin. Ich muss schon gucken, dass ich nicht gleich moderiert hier werde. Ja, genau. Genau, die Fragen kommen gleich. Nee, genau, sie ist die Moderatorin vom Nike Sneakers Day. Also, wenn ihr den live gesehen habt, dann werdet ihr sie wahrscheinlich kennen. Ich kann hier sehen, ne? Genau. Und natürlich fällt sie auch durch ihr sehr ausgefallenes Outfit auf. Sehr speziell. Heute natürlich den Air Max One Tour Yellow. Wo hast du den bekommen? Ich hab den einfach so bekommen, sag mal, ist ja wohl das Mindeste. Ja. Hä? Was ist das für eine Frage? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Da muss ich natürlich mal fragen, wo sie den her hat. Yeah. Ich sehe auch, sieht auch sehr cool aus. Auf den Schuhen stackt da nochmal so eine Jeans. Wie hast du das gemacht? Hast du die abgeschnitten oder? Ich habe die einfach abgeschnitten. Ich bin halt so Berliner Mädchen, DIY-Style und so weiter. Und ich habe Jeans gehabt, die mir nicht mehr passen. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Okay. Ein paar Stulpen draus gebastelt. Sieht gut aus, gell? Dachte zum Jeans. Sehr nice, ja. Genau, dann noch der Rock. Jetzt muss ich mal überlegen, ob das vorher ein Oberteil war oder wegen den Taschen. Nee, das habe ich ganz spontan im Secondhand-Laden gekauft. Ah, okay. Für einen 20 Schnapper gemacht, weißt du? Aber cooler Style, gell? Weil es so, ist nicht einfach ein Jeansrock, ist so ein bisschen, da ist noch ein bisschen Spaß drin. Muss ja nicht immer teuer sein, ne? Ja. Dann kommen wir, genau, dann kommen wir etwas weiter höher. Wieder sehr ausgefallen. Ich muss erstmal alles, die so viel Einwirkungen auf mich, weiß gar nicht, was abgeht. Das stresst mich gerade.
Schweine? Du musst das alles erstmal verarbeiten können hier. Nee, sag mal, was du hier gebastelt hast. Ich hab was gebastelt. Ja. Also das Oberteil 2 Euro Humana. 2 Euro. So, weil ich pralle mal, wie günstig ich das alles geschossen habe. Das ist einfach nur so ein nettes Hemd, was eigentlich bis hierhin geht. Mhm. Reingesteckt. Den Gürtel auch von einem wirklich ganz billigen Laden. Aber ein bisschen Bling-Bling muss immer sein. Muss ja ein bisschen aufteuern. Genau, ne? Ja. Das hier, das glaubst du mir nicht. Das ist eigentlich eine Hose. Nein, doch. Ich habe einfach eine Hose mir genommen, die Beine geschnappt, einfach überkreuzt und dann mit so Stecknadeln. Ah, okay. Weißt du? Und okay, auch sehr günstige Hose, auch so für so einen Euro auf eBay. Ja. Also, okay. Günstig. Also, alles do it yourself und sehr, sehr günstig. Also wahrscheinlich das... Das teuerste sind die Sneaker, sagen wir mal. Ja, genau, das teuerste sind die Sneaker. Nee, dann hast du noch Accessoires, Ringe habe ich gesehen. Habe ich von Freunden tatsächlich bekommen. Ist natürlich das Gute, wenn man so StylistInnen als Freunde hat. Mhm. Die haben mich hier einmal ausgestattet. Ja, kann ich dir nicht sagen, woher, aber ballert. Ich sag mal so, es ballert. Ja, genau, es ist ballert, genau. Sehr, sehr nice Outfit. Ja. Sonst habe ich noch irgendwas vergessen oder irgendwas Spezielles. Ja, die Ohrringe. Herzen hier und alles die Kette gebastelt. Hier. Also hier wurde alles nichts gebastelt. Dem Zufall überlassen, sage ich ganz ehrlich. Ja, aber es sehen ja ein paar Leute bei den Livestream. Ich glaube, vorhin gesehen irgendwie 50.000. Sag mir nicht die Nummer. Ja, ja, okay. Alles klar. Nee, danke für dein... für dein Outfit of the Day. Und ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag hier und noch Dankeschön. Viele weitere gute Live-Events mit Nike. Dankeschön, geil, ich freue mich. Peace. So, was geht ab? Das waren jetzt mit an sich eine der besten Fits hier auf dem Nike Sneakers Day Event. Yeah, was nimmt sie, was geht ab? Ich hab mich vergessen, Digga. Warum? Was soll das? Okay, Nunzio, dann machen wir hier weiter. Du hast natürlich auch einen sehr krassen Fit an. Du warst zwar jetzt nicht eingeladen, aber okay, machen wir mit dir weiter. Als letztes, Nunzio, was willst du uns zeigen? Was hast du heute an? Ich glaube, die Schuhe kennt jeder. Brauche ich nicht viel zu sagen, oder? Das sind krass. Wie viel ist dein Outfit wert? Ziemlich genau. Boah, Digga, ich weiß es nicht. Okay, sehr unangenehm, aber die MCA kann sich ja jeder vorstellen, wie viel die gekostet haben. Ja, ich glaube, deswegen wollte auch noch mal ins Video. Fußballshort ohne Hosentasche, deswegen die Dior-Tasche. Unfassbar, ich schwör, nur am Flexen, Dicker. Und zieh mal die Brille auf, Dicker. Und jetzt? Der sieht aus wie der junge Shindy. Unfassbar. Nee, natürlich Nunzio auch sehr gutes Outfit. Le Fest T-Shirt. Und ich sehe auch schon, die Kette ist auch sehr nice. Ja, danke, die ist von Fahrenheit. Kennt ihr die? Das ist krass. Ja, die ist sehr krass. Ja. Das war's eigentlich. Ja, sehr, sehr nices Outfit, Nunzio. Danke, dass du dabei gewesen warst. Viel Spaß noch auf dem Nike-Event. Wir klären später, warum du dich jetzt so ins Video reingerückt hast, aber... das wurde schon ausgebucht, aber ja, okay, das klären wir auch gleich. Genau so, wir sehen uns, wir machen jetzt weiter und viel Spaß, haut rein.